Super unfreundliches Personal und der Haarschnitt war sowas von miserabel. Nie wieder. Die Friseurin hat mir die Haare viel kürzer geschnitten als vereinbart. Beim nächsten Mal war die Friseurin rauchen vorher. 25 Minuten gewartet, bin aufgestanden und gegangen. Keiner fragt nach Trinken, keiner sagt Bescheid, dass man lange warten muss. Ignoriert wurde ich. Nie wieder. Kundenfreundlichkeit ist anders, aber die Bewertungen zeigen alles. Das hat mich sehr angesprochen. Genau da bin ich hin. Ich habe über die letzten Jahre viele Videos gesehen von Amerikanern, die in Ein-Sterne-Bewertungsläden gegangen sind. Die habe ich hier nicht gefunden, zumindest nicht hier in Köln. Aber trotzdem habe ich auf Google die schlecht bewertetsten Orte gefunden in ihren bestimmten Kategorien. Und wenn ich dir sage, ich bin nervös wegen diesem Video, ist das wirklich stark untertrieben. Wenn du mich hier so sitzen siehst, denkst du vielleicht, ich lege Wert auf meine Äußerlichkeiten oder auf einen netten und freundlichen Umgang. Heute nicht, Bitch. Ich habe heute mal Geheimagent gespielt und habe mit versteckter Kamera random Kunden gespielt. Um abzuchecken, ist das wirklich so schlimm, wie die Bewertungen sagen? Normalerweise sind mir meine Haare heilig. Aber was passiert, wenn ich zum schlecht bewertetsten Friseur meiner Stadt gehe? Finden wir es raus. Ich habe überraschenderweise sehr spontan einen Termin bekommen. Direkt jetzt. Als ich angerufen habe, um einen Termin auszumachen, hat sich der Laden sogar recht busy angehört. Ich weiß also nicht genau, woher die schlechten Bewertungen kommen. Es ist halt so in so einer Einkaufsgegend. Hier ist eine Rewe, hier ist ein Aldi, hier ist ein Rossmann. Wäre jetzt auch nicht mein üblicher Spot, wo ich sage, da gehe ich meine Haare machen. Aber never judge a book by its cover. Never judge a Friseursalon by its Bewertungen. Wir gehen mal gucken. Das ist der Laden von außen. Sieht okay aus. Eigentlich wie so ein herkömmlicher Friseur an dem Mann vorbeigeht. Lasst uns mal rein auf versteckte Kamerabasis. Hi. Ich hatte eben angerufen wegen Waschen und Stylen, ob ich vorbeikommen könnte. Perfekt, danke schön. Ist egal wo oder? Na gut, danke. Also bis dato sind eher ein paar ältere Herrschaften hier. Möchten Sie einen Kaffee oder Wasser? Wasser sehr gerne, danke. Super, danke schön. Danke. Bei Ihnen war einmal waschen und stylen? Genau, richtig. Schon als ich den Laden betreten habe, war mir relativ klar, woher diese vielen schlechten Rezensionen kommen. Da war nämlich eher älteres Publikum vertreten, würde ich sagen. Eher Personen, die vielleicht nicht dazu neigen, Google-Rezensionen abzugeben. Und ich denke, allgemein mit Rezensionen ist es oft so, wenn man sauer ist oder ein schlechtes Erlebnis hatte, neigt man mehr dazu, eine schlechte Rezension zu schreiben als eine gute. Ich wurde auf jeden Fall sehr herzlich empfangen. Ich habe etwas länger gewartet. Allerdings könnte das daran liegen, dass ich recht spontan vorbeigekommen bin und da noch einige Termine vor mir stattgefunden haben. Allerdings wurde mir direkt was zu trinken angeboten. Wasser sehr gerne. Und ich hatte nicht das Gefühl, irgendwie ignoriert zu werden oder so. Die Frau, die mich bedient hat, war wirklich sehr nett. Ich war fürs Waschen und Stylen so ungefähr 1 Stunde 20 Minuten da dran, was mir schon... Also ich hätte mit einer kürzeren Zeit gerechnet. Allerdings, während ich da saß, sind, glaube ich, 4 Rentner mit ihrer Frisur fertig geworden. Also es scheint alles schon recht schnell zu gehen in diesem Friseursalon. Ich habe eine Kur in meine Haare bekommen. Ich wurde gefragt, ob ich meine Locken mit einem Glätteisen oder mit einem Lockenstab haben will. Ich habe mich für einen Lockenstab entschieden. Ich habe wirklich nichts auszusetzen. Nichts. Zero. Es lief reibungslos. Ihr wolltet sicherlich das Ergebnis sehen. 3, 2, 1. Tada! Excuse me? Also ganz ehrlich, cute. Ich liebe es. Meine Haare sind gepflegt, meine Haare sind gestylt. Ich habe was zu trinken bekommen. Ich hatte ein sehr nettes Gespräch. Die 2 Damen in diesem Salon waren beide super nett. Boah, guck doch mal diese Mähne an. Ich habe für das Ganze 48 Euro bezahlt, habe ihr 52 Euro gegeben mit Trinkgeld. Hätte ich nach der Location geurteilt und nach den anderen Kunden, die drin sind, wäre ich da nie reingegangen. Und vor allem den Google-Rezensionen.
aber das Ergebnis ist fabelhaft. Und ich finde es auch cool, mal so aus seiner Bubble, aus seinem gewohnten Umfeld auch mal rauszugehen und was Neues zu probieren, wo man sich jetzt vielleicht nicht 100% sicher ist. Ich meine, bei sowas wie Haaren und so, man ist nervös, aber man muss, glaube ich, auch mal was eine Chance geben. Versteht ihr? Kann ich hier auch eine schreiben? 5 Sterne. Ich war zum Waschen und Stylen da gerne wieder. Glückwunsch, du hast dir das Abzeichen Rezensent-Neuling verdient. Nice. Mein nächstes Vorhaben macht mich sogar ein bisschen nervöser als der Friseurbesuch. Wobei ich sagen muss, schrecklicher als jetzt kann es eigentlich kaum werden. In letzter Zeit lieb ich es einfach, meine Nägel selbst zu machen. Ein bisschen Nail Art. Das entspannt mich irgendwie. Aber in den letzten Tagen bin ich zeitlich leider nicht dazu gekommen. Deswegen bietet es sich perfekt an, zu einem Nagelsalon zu gehen, der eine Bewertung von satten 2,8 Sternen hat. Ich bin sehr enttäuscht von der Qualität meiner Maniküre. Vor 4 Tagen. Das ist fresh. Erstens war der Meister nicht sorgfältig genug und hat meine Nagelhaut unsauber geschnitten, was zu unangenehmen Empfindungen und sogar Blutungen führte. Bless. Außerdem wurde der Nagellack ungleichmäßig aufgetragen mit sichtbaren Streifen und Flecken, was überhaupt nicht dem professionellen Standard entspricht. Wenn ich 0 Sterne geben könnte, würde ich es tun. Unsauberes Arbeiten. Die Mitarbeiterinnen sind absolut frech und unfreundlich. Ich weiß nicht, so Rezensionen, manchmal sind die so kundenverschuldet ein bisschen. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand einen schlechten Tag und so. Hoffe ich zumindest. Was sind das für Stories manchmal? Meine Füße haben durch die Pediküre beide geblutet. Eine Entschuldigung gab es nicht. Der Besitzer ist nicht nur super unhöflich, sondern auch aggressiv. Nach bereits getätigter Online-Zahlung für das Nagelauffüllen hat er nochmal 5 Euro zusätzlich für die Länge verlangt. Nachdem ich ihm erklärt habe, dass es keinen Sinn macht, hat er an meiner Hand gezerrt und geschrien, dass er mir die Nägel abfeilt. Finde ich das so witzig. Oh mein Gott, da sind so viele 1-Sterne-Bewertungen dabei. Ich kann nicht. Jetzt bin ich wirklich ein bisschen nervös. Vor allem, wenn mich jemand in einem Nagelsalon anstreit, kriege ich, glaube ich, einen Nervenzusammenbruch, okay? Aber wir überwinden heute unsere Ängste. Let's go. Ich bin 1/4 Stunde zu spät. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe keine Angst, angeschrien zu werden. Das ist der Laden von außen. Als ich da reingelaufen bin, hatte ich erstmal einen Schocker. Denn der böse, an Händen ziehende, aggressive Chef hat mich entgegengenommen. Und es war so lustig, weil er gerade noch so am Lachen war, weil er mit seinen Kolleginnen gesprochen hat. Dann sieht er mich, sein Lachen verschwindet komplett und er sagt nur so: Hallo. Schweißperlen sind auf meinem Gesicht ausgebrochen. Ich habe mich für Shellac entschieden und für die Farbe Rot, weil ich dachte, bei Rot sieht man, wie präzise gearbeitet wird am besten. Ich habe ja sehr, sehr kurze und von Natur aus sehr brüchige Nägel. Der böse, aggressive Chef hat mich dann zum Platz gebeten und dann auch meine Nägel gemacht. Und ich muss sagen, er war sehr zärtlich, sehr vorsichtig und sehr präzise bei seiner Arbeit. Natürlich haben wir jetzt nicht mega gequatscht und sind jetzt voll die Besties, aber ich bin jemand, der erwartet das ehrlich gesagt nicht. Da in so einem Nagelsalon, da gehen so viele Leute ein und aus. Ich würde mich auch ehrlich gesagt lieber mit meinen Kollegen unterhalten, was er auch gemacht hat. Ganz ehrlich, die hatten eine Mega-Stimmung, die haben gelacht. Wenn irgendjemand denkt, ja, vielleicht reden die ja über mich, vielleicht lachen die ja über mich. Ganz ehrlich, also ich persönlich scheiß drauf, selbst wenn die über mich lachen würden, was ich nicht mal weiß, weil ich die Sprache nicht verstehe, würde ich mir denken, ich sehe diese Personen wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben. Eigentlich geht mir das am Arsch vorbei, was sie gerade erzählt. Alles in allem war aber sehr nett zu mir. Er hat sich bei mir entschuldigt, wenn er übermalt hat an meinen Fingernägeln. Er meinte einfach, oh ja, die sind so kurz und so. Ich übermal da manchmal ein bisschen, hat aber alles direkt wieder sauber gemacht und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Tada! Das Ganze hat mich 30 Euro gekostet, also ein sehr durchschnittlicher Preis, würde ich sagen. Es sieht super. Da ist mir natürlich mal wieder meine Audio weggeratzt. Ich bin eigentlich recht zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe 5 Sterne gegeben. Meine kurzen, brüchigen Nägel wurden sehr vorsichtig und präzise bearbeitet. Der Shellack wurde sehr ordentlich aufgetragen. Personal super nett. Würde jederzeit wiederkommen. Danke! Alles klar, wir haben den nächsten Tag und heute geht's Fotos machen bei einem Fotografen, der mit 2,9 Sternen bewertet ist. Es fängt relativ gediegen an damit, dass man Passfotos machen wollte und der Herr
nur ein Foto gemacht hat. Man muss dem Kunden doch 2 bis 3 verschiedene Fotooptionen anbieten. Das geht so nicht, aber das ist lang noch nicht alles. Unfreundlich und arrogant, seine Kunden zu begrüßen, wenn sie den Laden betreten, ist die Minimalanforderung. Aber nach 15 Minuten Wartezeit auch noch angemeckert zu werden, weder kompetent noch freundlich, kein Interesse am Kunden, keine Empfehlung. Der eine Stern nur, weil es ohne nicht geht. Unfreundlich, arrogant und teuer. Wenn man sich nicht ärgern will, sollte man woanders hingehen. Und jetzt meine absolute Favorite-Bewertung des heutigen Videos, glaube ich. Dein Tag war bisher schön. Du möchtest, dass es so bleibt, dann betritt nicht diesen Laden. Maximal unfreundlich, überteuert und schlechte Qualität. Halleluja. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich mache mir die ganze Nacht Gedanken und denke mir so, wenn ich jetzt in diesen Laden gehe und unfreundlich angepumpt werde, kann es sein, dass ich in Tränen ausbreche. Ich bin ehrlich mit euch, ich bin eine sehr ängstliche Person, okay? Aber was tun wir nicht alles für diese Experience? Bis jetzt waren die Bewertungen irgendwie gar nicht akkurat zu meinen Erlebnissen. Deswegen kann ich nur hoffen und beten, dass es jetzt genauso ist. Okay, hier ist der wirklich berüchtigte Laden. Ihr glaubt nicht, wie nervös ich bin, da jetzt reinzugehen, aber let's do it. Hallo. Hi. Ist es möglich, Bewerbungsfotos zu machen? Jetzt? Auch spontan? Ja. Ja. Für welchen Beruf? Ach, es ist einfach eine Agentur, also einfach eine normale Bewerbung. So. Für welche Berufsrichtung? Muss ja Medienagentur. Gut. Alles klar. Jacke an den Haken. Also, super, hier ist ja für alles gesorgt. Da haben wir es. So, viel klein bisschen höher, den Kopf mal etwas zu mir drehen. Jetzt geht die Zähne zu. Ja, also die Schnurren, die man durch. Ja, super. Ja, alles klar. Perfekt. Dann lass uns mal gucken. Gucken wir uns an. Ja, gut. So, brauchen Sie die analog, ist das Foto, digital oder beides? Nee, haben Sie zufälligerweise einen USB-Stick dabei? Nee, leider weil nicht. Weil im Moment habe ich schon eine CD, wo es drauf machen kann. Das ist ganz gut, ja, finde ich auch. Ich würde vielleicht das mit dem geschlossenen Mund nehmen. Das hier? Ja. Gut. Und wenn das nicht zu sehen ist, falls jeder da ist, ist es zu weil diese Reflexion am Nasenrücken, Nasenspitzel auf der Lippenmappe, grundsätzlich. Egal, ja, das sieht doch mal gut aus, oder? Auch hä? Lasst meinen Bro in Ruhe. Ich bin sehr voreingenommen da reingegangen, weil ich habe ja die ganzen Bewertungen gelesen. Und der Anfang war ein bisschen holprig, weil er mich gefragt hat, für was ich denn die Bewerbungsfotos brauche. Und ich habe ein bisschen so, ich war so, einfach normale Bewerbungsfotos von der Agentur. Und dann hat er ein bisschen mit Nachdruck so, ja, aber ich muss wissen, wofür ich die brauche. Weil ich ein bisschen so, er ist wirklich rude. Für welche Berufsrichtung? Medienagentur. Gut, alles klar. Das ist ja schief hier. Aber ich habe dann so ein bisschen zu lächeln angefangen und er hat einfach mitgelacht und er fand es auch witzig. Ich weiß nicht, ob Leute, die vielleicht nicht aus Köln kommen oder aus NRW mit diesem kölschen Sein, ob die das mit Unfreundlichkeit verwechseln. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein bisschen lost in translation mäßig. Es war so entspannt. Ich habe mich hingesetzt. Er hat mehrere Fotos von mir gemacht. Er hat mich, während er die Fotos geschossen hat, versucht zum Lachen zu bringen. Er hat selber gelacht. Die hatten irgendwie Bürsten da. Die hatten einen Spiegel da, um sich nochmal fertig zu machen. Letzten Endes, ich meine, er hat die Fotos jetzt nicht großartig retuschiert, aber er hat ein bisschen, er hat es genannt, ich puder dich ein bisschen. So, er hat ein bisschen darum bearbeitet, nachdem wir zusammen ein Bild ausgesucht haben. Und das alles, ganz ehrlich, für einen unschlagbaren Preis von 24 Euro. Das scheint mir nicht zu viel zu sein. Ich habe jetzt auch ein bisschen rumgegoogelt. Ich habe ja noch nie ein Bewerbungsfoto geschossen. Deswegen auch mal gut, dass ich die Experience gemacht habe. Aber 24 Euro ist doch okay für ein professional geshootetes Bild, sogar mit bisschen Bearbeitung. Für 24 Euro kann man jetzt nicht Photoshop 3000 erwarten. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man googelt, ist es der Durchschnittspreis irgendwie 25 bis 505 Euro. Kommt drauf an, wie professionell es man macht. Aber für so einen Walk-in-Shop und du nimmst die direkt mit nach Hause, die Fotos. Also ich würde mich jetzt nicht über den Preis beschweren. Dazu kommt, dass ich einen kleinen Schocker hatte, weil er meinte ja, wenn du die Fotos digital mitnehmen willst, brauchst du einen USB-Stick. Sonst kann ich die nur auf CD brennen. Ich so, was für CD brennen? Gibt's das überhaupt? Ich habe nicht mal ein CD-Laufwerk. Irgendwo.
Und dann ist er einfach rübergegangen zu seiner Kasse und hat so einen USB-Stick genommen für 57, hat den aufgerissen und mir die Fotos einfach da drauf gemacht. Und ich dachte so, Moment mal, hast du mich überhaupt gefragt, ob ich das bezahlen will? Dachte ich so, das finde ich jetzt schon, das war ein Punkt, dachte ich, okay, das ist ein bisschen rude. Aber auch da wieder war ich sehr voreingenommen. Er hat mir dann eine Rechnung gegeben, die ich auch übrigens beim Finanzamt einreichen kann zum Absetzen. Und hier steht einmal Bewerbungsfotos. Da steht nichts von einem USB-Stick drauf. Er hat mir seinen 7,50 Euro USB-Stick, den er eigentlich verkauft, umsonst gegeben. Willst du mich verarschen? Warum so schlechte Bewertungen? Das ist so krass, dass ich wieder eine so andere Erfahrung gemacht habe. Ich wäre da wahrscheinlich nie reingegangen. Und ganz ehrlich, das Ergebnis kann sich auch sehen lassen. I look beautiful. Würdet ihr mich einstellen? Schreibt es in die Kommentare. Photoshop Peter. So, 5 Sterne. Sehr freundlicher Fotograf. Einen kleinen Retouch gab es auch noch. Kann ich sehr empfehlen. Posten. Was soll ich sagen? War amazing. Wenn ihr diese Videos nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert mich doch gerne. Ansonsten würde ich als letztes Fazit sagen, man kann tatsächlich nicht immer drauf vertrauen, was die Leute schreiben bei Google-Bewertungen. Vielleicht haben die einen schlechten Tag. Wir sind alles Menschen, weißt du? Ich verstehe auch, wenn man als Dienstleister irgendwie mal einen Tag hat, wo man keinen Bock hat auf komische Fressen. Vielleicht erwarten Leute teilweise zu viel für einen schon recht günstigen Preis. Und natürlich gibt es hier und da auch mal Patzer. Und ich bin auch dafür, dass man das auch gerne schreiben sollte in Bewertungen und so. Aber als Leser kann man sich jetzt nicht 110% darauf verlassen. Es ist wirklich immer abhängig von, wer kommt da überhaupt rein, wer steht da auf der anderen Seite, was sind die Erwartungen. Für mich war es eine schöne Erfahrung. Ich wurde wirklich nicht enttäuscht. Dafür bin ich sehr dankbar. Und auch leicht überrascht. Bist du eigentlich jemand, der Bewertungen schreibt? Schreib mir doch mal eine Bewertung unter die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!